Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video widmen wir uns der Frage, sag mal, warum sollte ich eigentlich abends nicht streiten? Was hat das damit auf sich? Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Du siehst, ich bin wieder draußen unterwegs. Das Wetter ist toll. Ich bin auf einem Spielplatz in der Nähe von unserer Wohnung, wo wir gerne mit unserem Sohn hingehen. Und in diesem Video möchte ich mich der Frage widmen, warum eigentlich, also gibt es bessere und schlechtere Zeiten zu streiten? Und die Antwort lautet aus meiner Sicht ganz klar, ja, es gibt schlechtere Zeiten, sich zu streiten. Denn das sind nämlich immer die Zeiten, wo ich sowieso gestresst bin, wo ich vielleicht nicht genug Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen, wo ich unter Druck bin oder müde bin etc. Und warum ist das so? Es ist ja ganz klar. Ein Streit entwickelt sich immer daraus, also wir haben eine unterschiedliche Meinung oder wir haben ein unterschiedliches Bedürfnis, und das ist ja völlig okay. Und das kann man ja auch ganz zivilisiert regeln, es sei denn, ich selber stecke in irgendeiner Not. Ja, ich muss hier irgendwas klären, aber muss eigentlich schon längst los, dann werde ich weniger Geduld haben, wahrscheinlich mehr Druck auf meinen Partner auslösen und der Streit hat ein Risiko, mehr zu eskalieren. Und was hat das jetzt genau mit dem Thema abends, warum abends nicht streiten zu tun? Ich habe es auch schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Ramon, ich gehe häufig an die Decke, ich werde schnell sauer, ich raste aus, dann ist eine der ersten Sachen, die ich kläre, wo ich nachfrage, ist, wie schläft die Person? Kriegt die viel Schlaf, kriegt die nicht genug Schlaf? Warum mache ich das? Schlaf beziehungsweise Müdigkeit wirkt auf unsere Psyche, ist ganz klar. Und eine Sache, auf die es wirkt, ist unsere sogenannte Emotionsregulationsfähigkeit. Wie gut können wir unsere Emotionen regulieren? Ja, wir haben ja also, der Mensch verspürt verschiedene Emotionen, Freude, Ärger, Traurigkeit, Ekel. Also ne, es gibt ja verschiedene Basisemotionen und dann noch gemixte Emotionen, darum soll es aber nicht gehen. Das heißt, wir haben Emotionen und wir sind als erwachsener Mensch in der Regel in der Lage, wenn wir etwas fühlen und wir wollen das jetzt aber gerade nicht, dann können wir uns in gewisser Weise regulieren. Das heißt, du stellst dir vor, du machst dir wegen irgendwas Sorgen, hast ein bisschen Angst, dass irgendwas passieren könnte. Jetzt fährt hier ein Zug vorbei. Und du machst dir Sorgen und dann sagst du, ach komm, wird schon alles gut werden, und regulierst dich selbst. Beruhigst dich, ja. Oder du könntest dich hart über jemanden aufregen und sagst, was ein Arsch oder was weiß ich, und sagst dir, ach komm, bringt alles nichts, mich aufzuregen, und du beruhigst dich. So, das ist Emotionsregulation. Ja, wir können unsere Emotionen regulieren. So, und jetzt sind wir müde, wir haben einen ganzen Arbeitstag hinter uns, keine Ahnung, wenn du auch Unternehmer oder Selbstständiger bist, hast du die ganze Zeit entweder für deine Mitarbeiter gearbeitet, für deine Kunden gearbeitet, Probleme gelöst, Feuer gelöscht. Und am Abend kommst du nach Hause und denkst, boah, geiler Tag, viel geschafft, aber Mann, bin ich müde. Und diese Müdigkeit sorgt dafür, wie ich gerade schon gesagt habe, deine Emotionsregulation geht runter. Und wenn die runtergeht, dann können wir aufkommende Emotionen nicht mehr so gut in den Griff bekommen. Und das bedeutet, wenn wir dann also kritisiert werden von unserem Partner, wenn unser Partner aus Versehen irgendwas macht, was uns verletzt oder stört, oder wenn unser Partner irgendwas fordert und wir haben das Gefühl, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, wie auch immer, dann ist das Risiko höher, dass wir schneller ausrasten, ja, weil wir weniger Geduld haben, weil unsere Emotionen schneller nach oben, so eine Spikes, also so nach oben getrieben werden. Und wenn wir dann in einen Streit geraten oder irgendwas ausdiskutieren müssen, ist das Risiko höher, dass wir eskalieren. Ja, eskalieren, also quasi, dass wir an die Decke gehen. Ja, dass wir wirklich streiten. Und deswegen sage ich, es gibt bessere und schlechtere Zeiten, zu kritisieren, zu diskutieren, ja, quasi unterschiedliche Standpunkte auszudiskutieren. Macht das, wenn möglich, wenn ihr beide ausgeschlafen und erholt seid. Ja, das darf natürlich auch abends sein, wenn ihr da beide erholt seid und fit. Ja, aber wenn ihr beide total erschossen seid, dann macht das nur Stress. Ich merke es ja bei mir auch. Meine Liebste darf mir auch mal sagen, Ramon, weil du weißt ja eventuell, ich bin von Natur her so ein kleiner Chaot,
Ja, ich gebe mir Mühe, aber es ist nicht immer jede Kaffeetasse weggeräumt, etc., etc. Und die Kritik ist berechtigt, weil warum soll die rumstehen? Ich kann sie auch wegmachen. Ja, ich kann mich da auch am Riemen reißen. Und in einem normalen Punkt sage ich, hast recht, ich baue mir weiter Brücken, dass ich immer dran denke, dann nochmal, ne, gucke ich nochmal, habe ich noch was stehen lassen. So. In dem Moment, wo ich total, ich habe keine Ahnung, ich habe 8 bis 10 Kunden an einem Tag betreut, hat super Spaß gemacht, aber am Ende des Tages bin ich ein bisschen platt, dann nehme ich diese Kritik schwieriger auf. Es greift mich an, das ist so, oh. Ja, ich spüre das auch. Also dieses Video ist entstanden aus einem Gedanken, den ich hatte aufgrund dieser eigenen Erfahrung. Ja, also das ist auch wissenschaftlich belegbar, das mit der Emotionsregulation, ja, aber dass diesen Impuls dachte ich, komm, darüber mache ich ein Video, weil es mir halt wieder aufgefallen ist. Deswegen, es gibt ja auch in der Paartherapie gibt es so eine Herangehensweise, so eine Übung, wo man dem Paar sagt, verschiebt mal euren Streit. Ja, Menschen, also ein Paar gerät immer wieder in Streit und die sagen, oh, wir haben keinen Bock mehr die ganze Zeit zu streiten. Dann gibt es so diese Herangehensweise, komm, verabredet euch mal zum Streiten. Legt mal den Streit woanders hin. Wenn ihr dann jetzt den Impuls habt zu streiten, macht's nicht, aber verabredet euch zu Samstag 11 Uhr morgens. Und das hat natürlich den Effekt, wenn man sich dazu verabredet, dass man meistens nicht streitet, sondern besser drauf ist und es irgendwie witzig findet. Aber generell macht der Grundgedanke Sinn. Ich darf meinen Partner kritisieren. Ich darf auch mal was nicht gut finden. Ich darf auch mal irgendwo ein Bedürfnis aussprechen. Aber wenn du möchtest, wenn du sicher gehen willst, dass das ruhiger und gelassener abgeht, dann mach das am besten, wenn ihr wach seid und dein Partner nicht gerade total erschossen ist von einem harten Arbeitstag. Ich hoffe, dieser Gedankenimpuls bringt dich weiter. Es ist ja ein ganz kurzes Video. Wenn dir das geholfen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Das hilft meinen Videos. Teil das mit Freunden, wo du sagst, das kann dir auch helfen. Wenn du einen Videowunsch hast, dann stell das gerne in den Kommentaren. Dann kriegst du von mir auch eine Videoantwort darauf. Wenn es auch für die anderen passt, ansonsten schreibe ich den Kommentar. Und wenn du selbst ein Beziehungsthema hast, ihr streitet euch immer wieder oder du findest immer, also du gerätst an die falschen Partner, wirst immer wieder verlassen, was es auch ist, und du möchtest dir helfen lassen, du möchtest das angehen, guck mal unten in der Box, da findest du einen Link, da kannst du dich bewerben auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Und ansonsten kann ich euch ja nochmal einen Blick gestatten. Ich kletter mal hier hoch. Boah. Junge. So. Das ist ein Blick über den Spielplatz, wo wir öfter mal hingehen. Ja, ich bin hier auf so einem Kletterfelsen. Also es ist ein schönes Teil auf jeden Fall. Ich danke euch wie immer, oder dir, wie immer für dein Vertrauen, deine Aufmerksamkeit. Jetzt fällt hier schon wieder ein Zug lang. Mann, Mann, Mann. Und wir sehen uns ja natürlich auch schon wieder in 2, 3 Tagen wieder zum nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.